Guck mal, wenn wir das so machen, ne, dann wird das nichts heute. Wird die Veranstaltung nicht stattfinden. Guck mal. Bis ganz unten hin. Ganz festdrehen. Ganz aufklappen. So. Manchmal hat man Leute, die ja, die Sprache nicht verstehen. Das ist eine Hürde, die man dann halt so nehmen muss. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Aber es gibt halt auch leider oft, sag ich mal, dann so Gruß, wo halt wirklich keiner versteht, wo man anfasst und die einfachsten physikalischen Grundlagen nicht da sind. Und dann fällt es natürlich schwer, wenn du halt 100.000 Euro da siehst, die halt vielleicht dann zu fallen drohen, springst du mit ran, natürlich. Immer Teamsport alles. Wir haben im Prinzip zwei Systeme am Laufen. Wir haben als Basis die Midas-Plattform. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Input-Splitter von Midas, wo wir quasi die Möglichkeit haben, weil es halt zwei Headamps hat, das System. Ein Headamp ist jetzt fürs Monitorpult, der zweite Headamp wird momentan nicht genutzt und es gibt ein Split-Out, wo quasi parallel dann der FOH dranhängt. Und einmal hier die Stagebox vom Avid. Ne, Avid geht mit Glasfaser nach vorne, mit dem eigenen Protokoll. Das ist AVB und ja, ready to go. Rot, gelb und schwarz. Okay. Wenn du Fragen hast, dann mit den Shots. Ne, zieh einfach raus und dann siehst du, was ist, und stellst es da hin. Danke. Ein bisschen Kommunikation, die wir hier aufbauen, damit wir auch gut miteinander sprechen können. Kollege Ingo vorne und ich. Naja, es hat sich so manche Sachen bürgern sich einfach irgendwie ein, ob der Verfügbarkeit oder ob der Funktion. Wenn man sieht, jetzt zum Beispiel, der Ingo wollte unbedingt diese Behringer Box haben, die er jetzt vorne hat, weil die halt einen kleinen Mixer drin hat, weil er da getrennt regeln kann. Na klar, ne? Es hat halt alles seine Daseinsberechtigung. Ja, und dann sind es doch schon 1, 2, 3 Stecker, die man jeden Tag stecken muss. Man versucht immer so viel wie möglich zu vereinfachen. Aber irgendwo sind dann doch Grenzen, ne? Hier zum Beispiel habe ich immer Probleme, wenn ich zu spät aufbaue und schon Lampen leuchten. Es leuchtet blau. Siehst du natürlich die bunten Farben nur ganz schlecht. Und wo ich sowieso so schlecht sehe, da wird das immer ein bisschen tricky. Das sind zum Beispiel jetzt die Verbindungen von den ganzen Midas-Unit an die Midas-DSP. Wie gesagt, das haben wir so in 2 Racks verteilt. Und wenn das gesteckt ist, sind schon mal alle Audiosignale auf dem Monitorplatz. Hier haben wir ein paar Schätzchen in der Schublade versteckt. Die Antenne fürs In-Ear. Kommt jetzt gleich der Sendemast ins Spiel. Auch schon. Sind auch so Sachen, ne? Da probierst du halt jahrelang irgendwelche Sachen aus. Sagst, wie viele Stative brauche ich jetzt, um meine Antennen richtig aufzustellen? Ja, und dann ist doch irgendwie
eine einfache Lösung, wo du halt irgendwo dran klammern kannst, eigentlich die komfortabelste. Weil erstens kann das Stativ nicht umfallen. Zweitens musst du nicht so lange Antennenkabel verlegen. Ja. Dann ist das jetzt bei rausgekommen, ne? Also ich habe ja früher viel mit Sennheiser gemacht, weil auch der Künstler, sag ich mal, eine Kooperation mit Sennheiser hatte. Und ja, mit der Zeit, wie das halt so ist, ne, der eine Hersteller zieht mit einem Produkt nach, was gut funktioniert oder was ein bisschen moderner ist, wie halt das vom anderen Hersteller. Und hier war es halt so, in der Zeit, wo wir halt unser Setup gemacht haben, war halt einfach Shure mit dem Produkt, sag ich mal, das nicere Produkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da super zufrieden, aber ich muss jetzt nicht heißen, dass ich halt für alle Zukunft mit dem gleichen Hersteller auf die Straße gehe. Ne? Nö, funktioniert super zuverlässig und das System, was wir auch hier sendermäßig jetzt im Einsatz haben, ist ja, sehr schnell. Ich habe extra halt auch diesen Axient Frequenzscanner mit eingesetzt, um im Notfall beim Festival wirklich auch mal mit drei Tasten drücken halt das Frequenzsetup zu machen. Und wir können alles überwachen, alles wird gemonitort, also das ist echt super. Es gibt halt Dinge, wenn die im normalen Dreihaier jeden Tag unterwegs sind, weißt du einfach nicht, was passiert damit. Da hast du keine Kontrolle. Und das ist dann auch wieder so ein Sicherheitsthema, wo ich sage, naja, jetzt hast du was, was vielleicht bei irgendeiner Firma jeden Tag für irgendwas anderes eingesetzt wird und man auch gar nicht weiß, wer das einsetzt, ne? Ob das halt irgendwie im Truck hin und her geschmissen wird oder. Und da hätte ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl, sage ich mal, mit speziellen Komponenten wie Mischpult oder auch in ihr. Das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, nee, die Dinger müssen funktionieren. Und wenn ich nicht weiß, was damit passiert ist und die kacken während der Show ab, nicht gut. Jetzt habe ich hier so ein paar In-Ear-Bell-Packs schon mal erweckt zum Leben. Die schlafen immer hier unten bei mir im Case. Die stecke ich mir jetzt einfach hier so rein, damit ich die nachher griffbereit habe. Weil das nächste, was passiert, ist, ich jetzt irgendwie mal gucke, wo die Kollegen den Strom halt so gelassen haben. Weil noch sind wir quasi hier, ne, ohne Strom. Und sobald wir Strom haben, machen wir ziemlich zügig das Frequenz-Setup. Deswegen gucke ich, dass ich mir das so alles hinlegt. Jetzt holen wir uns auch hier die ganzen Mikrofone schon mal raus. Auch hier ein bunter Strauß. Ja. Sieht so aus, dass wir drei Backing-Sängerinnen mit dabei haben. Die sind auf Beta 58 unterwegs. Ich habe hier einen KSM 8 zum Probieren mehr oder weniger mal da seinerzeit bekommen. Das nutzen wir halt für den MD, für den Gitarristen, der da ein bisschen mit singt. Und dann haben wir hier zwei Shure KSM 9 Kapseln für Sarah. Die sind extra in Chrom gemacht worden. Und einmal als ULXD Digital-Variante und das Backup ist hier lustigerweise, sage ich mal, auch eine R-Strecke. So haben wir quasi auf beiden Plattformen was, wo wir sagen können, wenn das eine oder andere spackt, haben wir auf jeden Fall, ne, ein funktionierendes System dabei. So, that's it. Und jetzt gehe ich mal nach dem Strom gucken. Von hinten mit weißem Kabel verbrauchen. Das ist jetzt der Klassiker, ne? Jetzt habe ich halt schön einen leeren Akku gegriffen heute Morgen, kann ich natürlich niemand anfunken und somit auch keinen Strom bestellen. Also, muss man einen neuen Akku holen. Das ist der Woody, sitzt hier, leere Akkus ausgegeben. Genau, macht aber sonst nichts, also nimmt überwiegend Quark und Cola Light und Geld. So, jetzt habe ich hier einen neuen Akku reingemacht. Jetzt kann ich hier funken. Das ist total super. Der Woody für den Tobi. Geht nicht. Kaputt. Der Woody für den Tobi. Jetzt geht's. Woody, Strommonitor. Ja, der Matze eben mal den Elektriker geholt. Der dachte, er hätte alles abgecheckt. Wollen wir für Woody, können wir mal den Elektriker bitte Stage Right haben?
Okay, komm. Danke. Gerne. Ja, theoretisch könnten wir jetzt schon anfangen, aber wir haben halt noch keinen Strom. Also. Na, hier vielleicht nochmal interessant das Köfferchen mit dem In-Ear und dem, was die Band so braucht. Da ist alles drin verpackt. Das kommt jetzt in der Tat von mir. Da habe ich im Prinzip investiert letztes Jahr, PSM 1000. Weil wie ich eben sagte, das ist schon ein Thema, wo ich sage, da habe ich keine Lust und weiß nicht, was da halt irgendwie mit gemacht wurde und wie viel Körperschweiß da im Beltpack drin ist. Das sollte schon safe sein. Ja. Also hier haben wir fast ausschließlich jetzt Vision Ears mit an Bord. Ja, unterschiedlichster Form. Die meisten haben einen 6er Hörer von Vision Ears. Es gibt auch einen 5er und es gibt auch 3-4er. Ne, also das ist ein breiter Strauß. Da ist es für mich natürlich immer wichtig, dass ich weiß, wer von den Jungs welchen Hörer benutzt, weil da muss ich mich natürlich am Pult drauf einstellen, ne? Weil jeder Hörer klingt anders und dann kannst du nicht den Mix so anlegen wie mit einem anderen Hörer. Also das sollte man schon wissen, wie die Hörer klingen. Wie gesagt, fast alles Vision Ears. Es gibt ein paar, die halt mit normalen In-Ear-Hörern, sag ich mal Walkman-Hörern arbeiten, aber die wenigsten machen das. Dankeschön! So, da ist er, der Strom. So für die, die es genau wissen wollen unter uns, der ist natürlich vorher gecheckt worden, sonst würde ich den niemals hier einstecken. Jetzt stecke ich den hier rein. Zack. Können wir endlich das Pult einschalten. Und die DSP. Und die restlichen Ein- und Ausgangsunits. So, jetzt mache ich hier immer manuell den ganzen Senderkram an. Schalte ich abends aus. Einfach so. Hat keinen besonderen tieferen Nährwert. Ich könnte auch alles auf einmal hochfahren. Ne, jetzt sieht man hier, PSM 1000 hat hier wunderbar die Möglichkeit, den HF zu muten. Die sind jetzt von der letzten Show, die alle natürlich aktiv. Die schalte ich alle aus. Warum? Damit ich hier keinen Träger im Prinzip schon produziere. So, Wireless Workbench. Wird gestartet. Oh, jetzt hole ich mir das Showfile hoch. Und sehe auch hier schon, dass manche Sachen nicht online sind. Ich brauche einen Moment, bekommen sie nach und nach alle rein. Zack, und siehe da, alles was von der letzten Show im Prinzip frequenzmäßig verteilt ist, können wir genauso lassen. Wir müssen jetzt quasi gar nichts neu verteilen, weil alle Träger wunderbar Platz haben. Und keine Störfrequenz auf den Kanälen drauf liegt. Das ist immer recht komfortabel. Jetzt muss ich quasi keine große Aktion machen, muss das nicht nochmal neu einstellen und neu synchronisieren. Ansonsten wäre es natürlich super einfach. Ich würde quasi hier eine neue Frequenz vergeben und das Ganze dann per IR einfach auf die entsprechenden Beltpacks oder Handsender drauf synken. Sehr komfortabel heutzutage. Ich habe gerade vorgestern mit dem Tom darüber gesprochen, dass, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren habe ich quasi zu Tourbeginn einen Frequenz-Setup reingemacht, der zugeteilt war.
und das konnte bis zum Ende quasi so bleiben. Und das geht natürlich heute nicht mehr. Ne, an dem Punkt checke ich jetzt immer, ob meine Bühnensubs da sind. Wir haben halt ein paar Subs auf der Bühne verteilt, um halt auch auf der Bühne halt mit dem In-Ear-Monitoring halt guten Druck zu haben. War anfangs so ein bisschen ein Abchecken, wie weit man halt, sag ich mal, da halt gehen kann, ohne halt den Sound draußen halt zu beeinflussen. Aber ich glaube, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden, ne, wie man jetzt schon hört. So, jetzt gehe ich einmal über die Bühne und gucke, ob die auch alle wirklich angeschlossen sind. Ja, das tut alles. Alles richtig gemacht. So, mittlerweile sind die Gitarrensender auch am Start. Die waren heute Morgen noch nicht mit im Setup drin. Jetzt gucke ich immer vorsichtshalber nochmal, ob auch die Gitarrensenderfrequenzen cool sind. Ja, aber da gibt es auch, wie gesagt, jetzt hier keine Konflikte. Das können wir auch wunderbar so stehen lassen. Und können quasi hier zunächst mal stressfrei in den Soundcheck gehen. Ja. So. Und dann ist jetzt im Prinzip eigentlich so der Werdegang, dass ich mir halt die verschiedenen Packs mal schnappe und da mal reinhöre, ob das auch auf den Positionen da halt stressfrei funktioniert, einfach um sicher zu sein, dass es halt irgendwie keine Dropouts gibt, auch gerade weil wir eine B-Stage haben, weil wir ein bisschen da ins Publikum reingehen. Die ist heute ein bisschen kürzer, ist normalerweise noch ein Stück länger rein ins Publikum. Und da kann es schon mal sein, ne? Je nachdem wie die Frequenz halt, wie die Antenne halt gerichtet ist, dass wir da vorne vielleicht ein bisschen Dropout-Gefahr haben. So, check ich jetzt ab. Ich hole mir einfach so 2, 3, also ich mache das nicht mit allen. Auch da, ne, wird man halt, sag ich mal, mit der Zeit nicht abgebrühter, will ich nicht sagen, aber die Technik ist halt einfach immer besser. Also das hätte ich vor 6 Jahren niemals nicht gemacht, dass ich nicht jedes Badpack auf jeder Position checke. Aber mittlerweile muss man das glücklicherweise nicht mehr tun. Da kann man sich schon gut drauf verlassen, auf das Zeug. So, auch hier schön. Die kleinen Vision-Ears-Öhrchen kommen da toll rein. Was ich in dem Aufwasch immer direkt verbinde, ist im Prinzip, dass ich die Atmo-Mikros checke. Die lasse ich mir direkt offen auf dem Ohr. Kann ich direkt mit überprüfen, ob auch die Atmo-Mikrofone funktionieren. CCC. Ja, so ist es. Läuft mir hier so ein bisschen rum. Mhm. Überall Atmos verteilt, damit auf dem In-Ear auch das Publikum gut abgebildet wird. Wunderbar. Mal raus auf die B-Stage. Auch das geht. So, nachdem wir jetzt im Prinzip unsere Hardware komplett gesettet haben, wir haben alles soweit am Start. Funktionstests sind gemacht. Ist es jetzt im Prinzip in der Regel so, dass halt die FOH-Kollegen vorne halt nochmal ihr System entsprechend einstellen. Ne? Die letzten Messungen werden gemacht und dann nimmt Ingo sich halt immer mal ganz gerne Zeit,
mit einem Recording von der letzten oder von einer der letzten Shows Virtual Soundcheck ein bisschen anzuspielen, bestimmte Songs einfach, wo er sich hervorholt, um ein bisschen was weiter im Gesamtkontext zu erarbeiten und zu verbessern. Dazu aber mehr von Ingo, würde ich sagen. Und ja, halt Anlagetuning im Groben vorne. Hier auf der Bühne mache ich jetzt gleich nochmal einen Walk und checke halt, ob alle Mikrofone sitzen, ob die Positionen gut sind, ob die Kabel gescheit liegen. Und dann geht es nachher weiter mit dem Line-Check. So, ja, gehen wir mal über die Bühne. Ist eigentlich eine klassische Bühne, die wir halt hier haben, mit einem relativ einfachen Setup. Musikalisch, wir haben Drum, Percussion, zwei Gitarren, Bass, ein Mann am Piano, drei Backing Vocals und ja, Lead Vocals itself. Es gibt eine B-Stage vorne, auf der wir nochmal ein bisschen eine Akustik-Session haben mit auch Piano. Das Piano, was vorne ist, ist rein über MIDI mit dem Hauptpiano verbunden. Wir haben quasi keine Audioverbindung, die wir da vorne hinbringen müssen. Das macht es natürlich einfacher. Alles auf In-Ear, also keine Wedges da vorne, relativ stressfrei. Nochmal ganz interessant, wenn man es halt von hier aus sieht, wir haben hier neben rechts und links an der Bühne kleine Satelliten, wo halt der Künstler oder halt die Musiker halt auch mal ein bisschen rauflaufen können, ein bisschen über der ganzen Sache drüber stehen und ein bisschen näher ans Publikum rankommen. Ja, und dann habe ich hier auf der Bühne ein paar Bässe verteilt. Habe hier rechts und links welche. Hier unten ein bisschen was versteckt, unter den Percussions, da liegt ein bisschen was, damit wir ein bisschen Fleisch in das In-Ear-Monitoring reinkriegen und damit auch ein bisschen die Hose wackelt, weil das mag der Künstler doch ganz gerne und das gehört eigentlich auch dazu, wenn wir Rock'n'Roll machen, machen wir es richtig. Ja, hier kann man mal ein bisschen schauen, von hinten sieht es besser aus, wie die Positionen hier aussehen. Wir haben hier Ranis wunderbare Percussion-Welt. Ja, alles einzeln mikrofoniert. Auch da ein bunter Strauß an verschiedenen Mikrofontypen. Ja, wir haben DPAs da an den Bongas und Kongos dran. Die Urdu hat ein DPA. Es gibt ein D6 irgendwie in der Djembe drin. Ja, Overheads KM184, ein paar Bayer-Mikrofone. Alles dabei. Das ist Jans Arbeitsplatz. Alles vom Feinsten. Hier hat uns extra ein netter Kollege einen super tollen Dummy gebaut. Das ist die rote Zora, so heißt sie. Das kann man auch hier hinten wunderbar sehen, wenn du mal hier reinschaust. Die hat quasi ein Geburtsemblem. Die rote Zora 2015. Ja, die hat uns der Fred wunderbar gebaut. Und da haben wir quasi dann die ganzen Dinger reingelegt. Ja, dann geht es hier weiter über die Mittelinsel. Da steht der Arto. Der spielt quasi die Rockgitarre in unserem Setup. Sehr guter Mann, sehr gute Sounds, gutes Equipment. Da haben wir ein Bändchenmikrofon davor. Vielleicht für die Kollegen halt von der Tonfraktion, die es interessiert, wenn man hier da schaut. Bayer. Sehr schöne Performance. Bassanlage, klassisch Ampeg. Haben wir oben ins Case rein. Dann können wir ruhig mal vorne vorbeigehen. Oben ins Case rein die Sendestrecken noch mit reingebaut für Bass- und Gitarrenanlagen hier hinten. Haben wir alles an einem Ort, alles in einem Case. Easy going. Der Arbeitsplatz von Felix. Das Schlagzeug, wie man sieht, Linkshänder. Na, ein bisschen andersrum. Hier ist es im Gro so, wir haben das Schlagzeug fast ausschließlich mit Shure gemiked. Ja, bunter Strauß an allem, was halt da so verfügbar ist. In der Bassdrum ist zusätzlich ein D6 drin. Auch an der Snare und an der zweiten Snare haben wir ein Bayer-Mikrofon. Und ja, das so grob. Hier gibt es halt einen schönen Shaker unten dran, der dem ganzen Horn nicht Bums verleiht. Wenn er dann in die Bassdrum reintritt, hier haben wir ein Hardwired in ihr an der Position, weil da der Mann sich wenig vom Fleck bewegt, haben wir gesagt, die Funkstrecke können wir uns sparen. Und ja, was halt ein ganz gutes Feature ist, was sich eingebürgert hat jetzt, ist die Kommunikation der Kapelle. Da haben wir überall quasi an den Stationen Mikrofon stehen mit dem Optogate. Das
eine ganz tolle Funktion oder ein ganz tolles Tool, das quasi nur den Kanal öffnet, wenn jemand hier hinten physikalisch im Prinzip ins Mikrofon reinquatscht. Das liegt immer permanent auf meinem Ohr, ne? Also quasi egal, wo ich mich im Mischpult befinde, ich höre immer, was die Jungs brauchen. Und wir haben es auch auf die Kommunikationslinie nach vorne zum FOH gegeben, dass auch Ingo, wenn irgendwelche Songchanges etc. sind, das direkt mitbekommt, quasi aus erster Hand. Hat sich als sehr gut erwiesen. Dann haben wir das ganze Schlagzeug schön in Plexiglas verpackt, weil na, Felix doch sehr, sehr schwere Arme hat. Und um das Noise zu reduzieren, hier vorne raus, gerade in die Gesangsmikros, Plexi, funktioniert auch super. Zweite Gitarre, oder beziehungsweise die erste Gitarre, das ist Thorstens Station hier vorne. Gut, Jazz-Gitarren-Fraktion. Auch Bändchen-Mikrofon. Amp steht hier neben, wunderbar. Es gibt noch eine Akustikgitarre. Und dann ist das im Prinzip der Arbeitsplatz. Ja. Und hier vorne, von der Bühne aus, kann man es noch mal ganz gut sehen. Die Atmo-Mikrofone, die sich quasi über den kompletten Arbeitsplatz hier oben erstrecken. Ich habe außen Shotguns, ich habe innen halt kurze Kondensatormikrofone, um wirklich halt, sag ich mal, ein gutes Raumgefühl zu kriegen. Ja. So ist das auf der Bühne. Jetzt können wir einfach mal Richtung FOH-Platz gehen und da vorne auch nochmal einen Blick drauf werfen, was wir unterwegs vielleicht noch so entdecken. So, hier auf dem Weg zum FOH-Platz, ne, kommen wir logischerweise halt an verschiedenen Sachen vorbei, die die Beschallung auch noch betreffen. Hier ist es der Amp-Dolly, den wir extra zusammengebaut haben, um halt weniger Kisten damit mitzuführen. Ist ein Riesending. Ja? Ordentlich Amps drin. Warum? Array-Processing. Das heißt, wir brauchen für jedes Lautsprecherkabinett, was halt strahlt nach vorne zur Seite oder im Prinzip auch Infill, brauchen wir halt einen separaten Amp-Kanal. Deswegen jede Menge D80, ne, breit gefüllt. Um das Ganze zu ergänzen, haben wir direkt im Prinzip den Lake hier mit drin, der die Signale, die vom FOH kommen, auf die Amps im Prinzip auflöst. Motorsteuerung ist auch integriert, Stromverteilung drin, also sprich Amp-Dolly hinschieben, Kabel rein, fertig. Hier kommen wir quasi an der PA vorbei. Was wir hier unten sehen, ja, kommen wir gleich zu. Wir haben ein Main-System bestehend aus dem D&B J-Hang, die Outfills bzw. auch die Delay-Lautsprecher haben wir im V dabei. Ergänzt sich beides wunderbar. Mehrfills sieht man auch wunderbar, ne? Sind auch kleine Ys, die da liegen. Und dann haben wir hier vorne vor der Bühne haben wir ein Sub-Array. Das sind quasi V-Subs, die wir als Array hingelegt haben hier unten. Reicht auch völlig aus. Warum? Weil wir natürlich, um halt überall in der Halle einen guten Sound hinzukriegen, auch noch da oben an der Decke ein paar Bässe geflogen haben. Da haben wir quasi J-Subs, geflogene Subs. Gute Sache. Setup heute hier, Erfurt, Halle ist nicht so groß. Also haben wir überall ein bisschen weniger. So, hier sind wir am FOH-Platz angekommen. Ton-FOH setzt sich folgendermaßen zusammen, jetzt einfach physikalische Anordnung. Hier ist das Pult Yamaha CL5 für den Support-Act, den wir jetzt auf dem zweiten Leg dabei haben. Easy Geschichte, gibt 20 Input-Kanäle, recht entspannt. Wird von einem der Kollegen von Lorenz aus der Toncrew betreut, der kümmert sich um den Support. Läuft auch über Dante alles, ne? Gleicher Kanal oder das gleiche Kabel wie das System und wie der Rest. Hier vorne sitzt der Michi, wunderbar an seinem Messplatz. Lake-Controller unten im Rack, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Der kommt gleich. Und dann sind wir hier bei unserem lieben Ingo angekommen. Guten Tag. Der sitzt hier vorne am FOH, hat ein wunderbares Spielzeug. Und kann euch da noch ein paar Worte zu sagen und ja, hey, Rock'n'Roll. Genau, wir machen einen Line-Check jetzt. Bin dieses Jahr mit der S6L unterwegs. Eine Bereicherung, muss man sagen. Ich war ja ganz lange auf der Profile unterwegs. Jetzt die Entscheidung S6L.
Ganz neues Pult, natürlich ein bisschen tricky, mit so einem neuen Produkt direkt auf Arena-Tour zu gehen. Aber es hat alles bis jetzt super funktioniert. Natürlich gibt es ein paar Hindernisse und Hürden und ein paar kleine Dinge, die man lernen muss auf so einem neuen Tisch. Aber der Workflow ist super und die Software ist das auch bekannt mittlerweile natürlich weitestgehend angelehnt an die Profile. So, wir machen jetzt mal einen Line-Check. Es wird gleich ein bisschen lauter. Tobi, mein Lieber. Ja, mein Hase, wie sieht's aus? Bist du soweit? Ich bin hier schon ganz aufgeregt und in Vorfreude. Da hören wir auch schon was. Genau, gibst du mir nochmal die Wellstrom, bitte. So, jetzt ist auch der Micha da, mein Systemtechniker. Jetzt haben wir hier natürlich genau das Problem. Wir haben einen schwimmenden Boden, einen hohlen Boden. Und wir hören schon, die Bassdrum schwimmt. Nicht präzise, also müssen wir was korrigieren. Irgendwo im Bereich 44 wird das Problem liegen. Ich glaube, wir nehmen das in der Summe raus. Du hörst ja schon, was los ist, ne? Ja, danke erstmal. Wir filtern hier ganz kurz mal was. Kleinen Moment. Wir filtern ganz kurz mal was. Und dann kommen wir noch mal rein mit der Bassdrum. Okay, gib noch mal die Bassdrum bitte. Ja, ist schon besser. Ja. Hast du viel gezogen, so einen schmalen, ne? Ja, genau. Das ist gut, das klingt schon mal ganz gut. Snare, genau. So, da haben wir noch so einen kleinen Stehen. Aber den wird ja der Künstler wahrscheinlich noch wegmachen. Nicht höher machen, das ist mir schon fast ein bisschen zu hoch. Snare. Zu hoch. Das ist ein kleines Stückchen tiefer als Basis, kannst du das machen. So. Lassen wir erstmal so in der Lernhalle. Gib doch mal die zweite Snare, bitte. So. Unsere Schrott-Effekt-Snare, super. Die Hi-Hat, bitte. Wunderbar, danke, das kleine Tom. Ja, es ist nicht so einfach heute. Ah, der Raum heute ist nicht ganz so einfach. Wie gesagt, wir haben einen hohen Boden teilweise, eine Messehalle, die wir bespielen heute. Und da haben wir im Lernraum entsprechende Raummoden und Töne, die eben das Zerfallspektrum, gerade im Low-Mid-Bass-Bereich, relativ lang. Dann geht es natürlich darum zu entscheiden, korrigiert man jetzt alles tot oder versucht man den Raum einzuschätzen in Zusammenarbeit mit dem Systemtechniker, mit dem Micha, um entscheiden zu können, wir lassen ein paar Sachen stehen, gehen später eben dann nochmal dran, wenn Publikum drin ist. Oder manche Sachen versieben sich, wenn Publikum da ist. Deswegen erstmal hören und gucken, was passiert. Das ist gut, dann machen wir die zwei bitte. Mal die drei bitte.
gibst du mir die Overheads mal bitte. Andere Seite dann. Das funktioniert. Dankeschön. Ja, wunderbar erstmal. Für mich nochmal den Klick bitte. So. Dankeschön. Habe ich hier schon wieder ein Rechnerproblem. Das, so ist das mit der Technik, ne? Also auch Computer steigen gerne mal aus und verlieren irgendwelche USB-Ports. Das ist ein Mac Mini, gehört nicht zum Pult. Das ist ein Apfelgerät. Eigentlich sollte es funktionieren, aber gut. Also schalten wir nochmal aus. So, mach mal einen Bass. Es gibt mittlerweile mit der neuen Softwareversion sogenannte Spill-Funktion. Gab es bei der Profile schon. Hier ist es so, dass man ja ein User-Layer hat, sich entsprechend auf der Oberfläche sämtliche Inputs, Outputs, VCAs, Gruppen, völlig egal, anordnen kann. Dementsprechend macht es natürlich leichter im Workflow, auch speicherbar in einzelnen Snapshots. Das heißt, pro Song, pro Snapshot kann ich die Architektur der Oberfläche entsprechend anpassen. Spill-Funktion gibt es mit der neuen Softwareversion. Doppelklick da drauf, gehen die Kanäle auf, die entsprechend hinter dem VCA oder hinter der Gruppe liegen. Ganz praktisch. Gab es auf dem Profil schon natürlich. Da rappelt was, ne? In der Hütte hier. Es macht so obenrum, als ob noch so Lametta im Dach hängt. Irgendwie so ein bisschen rieselt. Aber vielleicht liegt es auch einfach an dem Bass. Gut, fahren wir den Mac Mini wieder hoch. Gucken, ob er es jetzt schafft, zu überleben. Sehr schön. Schönes Zitat. So, Akustik. Da ist, da streut was ein, ne? Beide Bandpacks drin. Bitte? Tobi, hast du das auf, das Schaltnetzteil? Mach mal kurz das Bandpack aus, bitte. Ja, das kommt über Pickups natürlich, ne? Klar. Hast du mich gerade gemutet, Tobi? Ja? Ich meine, was ist hier in der Luft? Induktionsschleifen oder was? Im Boden eingelassen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also da vorne geht's. Auf der Bühne ist es halt viel schlimmer, ne? Wir leben damit. Geht ja nicht anders. Jetzt ist weg. Wenn ich zur Bühne drehe, es kommt leicht wieder. Aber die ist jetzt auch mächtig laut. Im Kontext versiebt sich das, aber natürlich trotzdem nicht schön. Lassen wir mal so stehen erstmal. Gut. Tja, mit solchen Dingen hat man es manchmal zu tun. Dann brummt es und knarrt und dann liegt es vielleicht an der Location. Das ist halt manchmal so. Ne? Ich erinnere mich an so manchen Club, die gebaut sind direkt neben irgendwelchen Straßenbahnlinien, wo dann so Hochspannungsleitungen direkt mit so Isolatoren in die Wand geschraubt sind, so direkt hinter der Bühne. Da hat man keine Chance. Und da ist dann tatsächlich so, dass tagsüber beim Soundcheck ist es viel schlimmer als nachts, weil natürlich die Feldstärke höher ist
tagsüber also mehr Bahnen fahren, die Ströme, die da fließen, auf den Hochspannungsleitungen größer sind und so weiter. So ist es halt manchmal. Muss man damit leben. So, lieber Ingo, was darf ich für dich tun? Sprich mit mir in der Mittelposition. Ja, komm mal ruhig raus auf den Steg. Okay, ich komme raus mit dem Steg. Komm schon mal runter. Schön hier auf dem Steg, wunderbar. Mitten in der See, auf der linken Seite, vor den Lautsprechers. So, ich stehe hier vorne links. Auf der rechten Seite hast du auch ganz gern. Ja, klar, hier rechts, da tönt es auch ganz gut. Freue ich mich. Piano, wir spielen doch schon wieder Piano. Der Jens Holger spielt Piano. So, Laufsteg. Hallo Erfurt. Servus. Na, willst du ein Autogramm? Komm ruhig. Ich habe einen Stift. Kein Problem mit. Ich unterschreibe alles. Okay, es funktioniert. Alles gut soweit. Leider sehr wolkig hier in der Hütte. Oh. Viel 400. Oh. Ja, ja. Naja, werden wir mal schauen, wie es nachher läuft. Noch was? Hoffst du noch was? Ich bin fertig. Schön. Prinzipiell. Vielen Dank. Ich danke auch. Gibt einen Soundtrack, ja, natürlich. Ist ja wichtig auch, dass die Band, natürlich kann man alles mittlerweile virtuell machen. Ich recorde jeden Tag entsprechend über einen angebundenen Mac Mini. Genau, 96 kHz, frisst viel Speicherplatz. Aber natürlich den Vorteil, man hat in einer relativ hohen Qualität die Spuren abgegriffen, archiviert und kann entsprechend mit virtuellem Soundcheck arbeiten. Das ist ja bei vielen Pulten möglich mittlerweile. Trotzdem ist es so, wenn man jetzt hier einen virtuellen Soundcheck von der vorgestrigen Show abspielen würde, klingt das anders, wenn eine Band live auf der Bühne steht. Weil natürlich bei so einer Band, wo wir sehr viele natürlich abgenommene Instrumente auf der Bühne haben, also keine elektronische Band, und hier ist es so, dass komplett live gespielt wird, also alles live. Es gibt keine Harddisk, keine Elektronik, die mitlaufen, was ich persönlich auch toll finde. Virtuell Soundcheck, so, das bedeutet natürlich in dem Moment, wo viele offene Mikrofone auf der Bühne dementsprechend verstärkt werden, hat man das natürlich auf dem Recording auch drauf. Das heißt, die Akustik der Halle vorgestern würde man hiermit abspielen. Und wenn man dann versucht, virtuell Soundcheck-mäßig alles bis ins Detail zu filtern und sauber zu machen und dann kommt abends die Band auf die Bühne, würde losspielen, das wäre eine andere Welt. Deswegen macht die Band immer einen Soundcheck, und das nicht nur aus technischen Gründen, sondern es ist ja auch gut, vorher mal die Bühne gesehen zu haben als Musiker, zu sehen, wie klingt das in ihr anzupassen an den Raum, nochmal ein paar Songs kurz mal anzuspielen oder was zu jammen, einfach sich ein bisschen einzugrooven auch auf die Show. Ne? Deswegen finde ich es gut, dass man zumindest zwei Songs spielt dann. Das neue Album von Sarah Connor ist halt in Deutsch. Sarah Connor hat bis jetzt meistens in Englisch gesungen. Natürlich ist dann erstmal höchste Priorität eine hohe Sprachverständlichkeit. Was nicht immer so einfach ist, weil wir auch hier einen kleinen Steg haben, der in die Halle reinragt. Das heißt, Sarah, die eine extrem hohe Dynamik anbietet, gesangstechnisch. Also es gibt sehr, sehr leise Songs, sehr, sehr intime Songs, bis hin zu äußerst energiereichen Songs mit schweren, wuchtigen Drums. Auch mal eine E-Gitarre, die mal ein bisschen anmacht, ein bisschen zickt, ein bisschen schneidet. Das sind natürlich alles Sachen, die letztendlich in das Mikrofon, wenn sie auf dem Steg steht, über die Beschallung teilweise wieder aufgenommen wird. Und das bringt natürlich Probleme mit sich.
deswegen habe ich mittlerweile ein sehr komplexes Vocal Setting auf dem Pult entwickelt. Mit mehreren Kompressoren hintereinander, entsprechende EQs, die nur aktiviert werden, wenn sie auf dem Steg ist, um diesen Gesang in den Griff zu bekommen. Kleine Notch-Filter, also wie man das halt so macht. Das ist ja alles möglich auch, speicherbar, dementsprechend Snapshot-basierend lässt sich das automatisieren. Das ist natürlich ganz komfortabel. Da wären wir auch bei der Beschallung. An die Beschallung wird ein sehr hoher Anspruch gelegt meinerseits oder unsererseits, weil zum einen, wie schon gesagt, es ganz leise Songs gibt und dann auch wieder sehr energiereiche Songs. Und wir haben hier ein sehr gemischtes Publikum, von Kindern über Familien, ältere Leute, alles. Das geht von 6 bis 80, würde ich mal sagen. Und dem muss man gerecht werden. Und ich mag es gerne, einen plakativen Sound anzubieten, einen plakativen Mix. Bedeutet natürlich auch, dass man mit gewissen Lautstärken zu tun hat. Und da ist es für mich wichtig, dass es keine Hotspots gibt, zum Beispiel was die Beschallung betrifft. Also der Klassiker, Rock, wenn man Rock'n'Roll-mäßig beschallen würde, das kann man mit einem sehr hohen Aufwand machen. Oder man sagt, okay, wenn man da vorne steht vor der Bühne, dann ist das da einfach mal 10 dB lauter, als wenn man 30 Meter weiter weg steht. Gerade im Subbereich und so weiter, im Bassbereich, wo dann extreme Hotspots sind. Das können wir hier nicht gebrauchen, deswegen wird eben großer Wert aufs Beschallungssystem gelegt. Und eben auch, was ich gerne mag, was natürlich auch wieder mit viel Arbeit verbunden ist und Aufwand, Geld, Truckspace. Wir haben immer geflogene Bässe hinterm System. Das heißt, die Subs kommen hier eigentlich aus der Luft und werden im Innenraum vor der Bühne mit eher kleinen Subs, mit kleinen Bass-Elementen aufgefüllt. Reprocessing ist im Prinzip eine Korrektur über die Distanz, frequenzbezogen, um ja, den üblichen Effekt, dass unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich laut an verschiedenen Sitzplätzen zu hören sind, dem entgegenzuwirken und das zu korrigieren. Immer ein bisschen Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Ja, die Herangehensweise ist ein bisschen komplexer als ohne Reprocessing, einfach weil man den Raum sehr genau zeichnen muss. Gerade wie jetzt auch hier als Beispiel, dass man ein paar Tribünen hat oder vielleicht noch obere Ränge, untere Ränge, wo dann ich sag mal, mehr hinzukommt als einfach eine gerade Fläche. Und den Übergangszonen ist oftmals ein bisschen problematisch. Und da sind durchaus 20, 30 oder 50 Zentimeter entscheidend, ob die Tribüne weiter weg oder näher am Lautsprecher dran steht. Technisch funktioniert es über das Array-Kalk erstmal, dass man die Simulation anlegt. Darin wird es gerechnet, prozess sozusagen. Das wird dann in die D80 Endstufen reingeladen und dort in verschiedenen Setups dann abgerufen. Ich habe einmal ganz kurz mal zeigen auch. Für die Anwendung hier haben wir jetzt einfach mal 6 vorgefertigte Setups, wo es einmal darum geht, wie stark die Pegelabfälle frequenzbezogen auf die Distanz sind. Und eben auch, es gibt noch einen Glory-Schalter, wo man die Entscheidung hat, dass man mehr oder weniger Energie für das Array benötigt und eben zur Verfügung hat, oder ob eben die Array-Processing-Korrekturen mehr oder weniger stark ausgeführt werden sollen. Ja, also es muss jeder Lautsprecher einzeln geampt werden und pro Lautsprecher passiert im Prinzip eine Frequenz und auch eine zeitliche Anpassung, dass man eben das, was man vorher simuliert hat, entsprechend umgesetzt bekommt. Man muss es tatsächlich mal auch erleben und hören. Man kann sich in der Simulation sehr viel angucken dazu, aber man muss es wirklich mal erleben und hören, was da für Unterschiede passieren. Die Probleme, dass einfach das Fernfeld sich deutlich anders anhört als das Nahfeld. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man im ersten Drittel der Halle das ähnliche Klangerlebnis hat wie im letzten Drittel der Halle. Und alles, was dazwischen ist, eben auch von vorne nach hinten eine relativ gleiche Abdeckung erhält. Die Vorgehensweise, grundsätzlich ist es für die Berechnung, gerade was Winkel im Array angeht oder auch die Wahl der Höhe, dieselbe Vorgehensweise erstmal. Also man sollte sehen, dass
alle Winkel und Positionen der Lautsprecher nach wie vor so gewählt werden, dass es auch ohne Ray-Processing funktionieren könnte und da möglichst gut funktioniert entsprechend. Und da wäre dann der weitere Ansatz, von dem Punkt an mit dem Ray-Processing zu arbeiten. Das heißt, es gibt durchaus auch Konfigurationen, wo es keinen Sinn macht, Ray-Processing zu benutzen, meiner Meinung nach. Gerade wenn Hindernisse im Weg sind. Also es ist in der Tat so, dass alles, was irgendwie vor dem Array hängt, hat grundsätzlich natürlich eine große Auswirkung auf das Line-Array. Beim Array-Processing ist das Ganze aber nochmal deutlich erhöht. Also wenn da ein Kabelstrang vor einzelnen Lautsprechern entlang läuft, wird man sehr deutlich im Fernfeld oder Nahfeld, wo auch immer der Kabelstrang entlang läuft, auch hören. Okay. Und da gibt es eben auch Hallen, wo es nicht zu vermeiden ist, dass da mal ein Betonpfeiler bauartbedingt davor ist. Und da sollte man dann tatsächlich auch drüber nachdenken, das Array-Processing vielleicht sogar ganz auszuschalten. Im Nachhinein einzugreifen hat man nichts außer Muten und Entmuten. Also es muss wirklich eine exakte Berechnung vorher stattfinden. Und da hat man eben nur die Möglichkeit zu sagen, wie stark das Array-Processing eingesetzt werden soll. Entsprechend die Pegelunterschiede vorne, Mitte, hinten zu beeinflussen. Aber man hat keine Möglichkeit mehr, was man ja generell nicht tun sollte, einzelne Elemente zu filtern oder lauter oder leiser zu machen. Es besteht die Möglichkeit, die einzelnen Zonen, also man kann den Raum zum Beispiel in drei Zonen unterteilen und Einfluss auf die Lautstärke in den einzelnen Zonen zu haben. Die Möglichkeit besteht, ja. Man kann auch einzelne Wände zum Beispiel, wenn man sie einzeichnet, tatsächlich auch aussparen bis zu einem gewissen Punkt. Dass man halt eben, wie auch hier in dieser Messehalle, jetzt haben wir da hinten noch so ein paar Logen drin, dass man einfach sagt, man beschallt wirklich bis zur letzten Sitzreihe und da hat man dann im Anschluss sehr starken Pegelabfall, um möglichst wenig den Raum anzuregen. Das ist die erste Tour in der Größe, in der ich das einsetze, ja. Und die Erfahrungen sind durchweg positiv. Also man muss sehr viele Kleinigkeiten beachten, also gerade morgens bei dem Anlegen des Raumes. Aber wenn man da einmal ein bisschen durchgestiegen ist und den Dingen einen höheren Stellenwert gibt als sonst vielleicht auch, dann ist das Ergebnis sehr gut.